In der Mitte Ronny Ackermann, von den drei Start geht's los. Rückstand auf den Besten, auf Rüninen, 32 Sekunden. Und jetzt geht er in die Loipe. Jan Rüninen, zunächst 2,5 Kilometer, so lang ist die Schleife, das Ganze dreimal. Christoph Bieler, der starke Österreicher, 30 Jahre alt, genauso alt wie Ronny Ackermann. Jason Lamy-Chapu, dann Bernhard Gruber, ein weiterer Österreicher, ein starker Springer, aber nicht so guter Läufer. Sie alle werden gejagt von ihm, vom Weltmeister, von Ronny Ackermann. Sein Rückstand 32 Sekunden. Aber hinter ihm Moen 6 Sekunden, Demong 10 Sekunden. Das sind laufstarke Athleten, die Ronny Ackermann ganz sicher erreichen. Vier Mann zur gleichen Zeit. Ackermann, Tande, Greiner und den Niffel. Und dann schon Thanos und Moen und Kolboranta und Bill Demong. Es geht hier Schlag auf Schlag. Matthias Mehns und Georg Hettich, die beiden Deutschen mit den Startnummern 14 und 15, haben einen Rückstand von 46 bzw. 52 Sekunden. Dann mit der 17 und 18, hier haben wir sie im Bild, das sind Tilo Edelmann und Christian Beetz, 1 Minute und 1,14 zurück. Und dann schieben sich so langsam auch die Favoriten Sebastian Hasenay und Björn Kircheisen ins Bild. Sie haben die Startnummern 20 und 21. Hallo Manninen, der hier in den letzten Jahren der Seriensieger war. Schwach auf der Schanze, Rückstand 1,38. Er wird noch ein bisschen gut machen. Hier der Gelbe, das ist Björn Kircheisen, der heute sein Trikot natürlich gern verteidigen möchte. Der Hauptkonkurrent in diesem Unternehmen heißt Ronny Ackermann und der liegt ja bekanntlich weit vor ihm. Sehr gute Bedingungen, der Schnee ein bisschen weich, aber diese Bedingungen sind ja für alle gleich. Erik Frenzel, der 19-Jährige aus Oberwiesenthal, schwach auf der Schanze, hat auch nicht die Bedingungen, Rückstand 1,28. Rüninen noch vorne, aber dahinter schon Bieler und auch Jason Lamy-Chapu tauchte auf. Die Abstände waren ja gering. Ja, wie gestaltet man das Rennen? Was wird es hier am Ende geben? Alle rechnen mit einem Massenspurt von etwa 7 bis 10 Athleten, die alle die Chance haben, heute hier zu gewinnen. Es wird ein Lauf der Taktik. Moen und Demong werden Tempo machen, werden sie alle einsammeln und sie werden sich alle dann an ihre Ferse helfen. Der kleine Franzose Jason Lamy-Chapu, 21 Jahre alt. Seine Mutter ist Amerikanerin. Er reiste 2006 hier aus Schonach ab, ging dann in die Olympiavorbereitung und wurde Vierter im Sprint. Er hat also alles richtig gemacht. In diesem Jahr einmal auf dem Podest, Zweiter in Trondheim hinter Christoph Bieler. Also, und der ist gerade dran an Janne Rüninen. Bieler hat schon nach wenigen Metern Janne Rüninen eingeholt. Und Jason Lamy-Chapu ist sicherlich auch gleich dran. Aber Bieler und auch Jason Lamy-Chapu werden sich nicht lange aufhalten, werden Rüninen vielleicht schon an diesem ersten Anstieg hier überholen. Kilometer 1,4. Wir nähern uns dem höchsten Punkt der Strecke. Über 1000 Meter, exakt 1002 Meter hoch. Dort hinten rechts im Bild Ronny Ackermann mit der Startnummer 5. Das Trio an der Spitze, Rüninen immer noch in der Führungsarbeit. Dahinter Bieler und Jason Lamy-Chapu. Dann kommt mit der 4 Bernhard Gruber. Und rechts im Bild mit der roten Mütze, das ist Ronny Ackermann, aber Magnus Moen ist schon dran. Der lange Norweger mit der Startnummer 10 und der weißen Laufmütze. Mit der 12 Bill Demong. Auch den müssen wir beachten, der nähert sich da hinten so langsam. Man muss natürlich die Kräfte hier gut einteilen. Ronny Ackermann darf den Zug nach vorne nicht verpassen. Jetzt geht's los, Moen hat zum ersten Mal attackiert. Da muss er versuchen, dran zu bleiben. Bieler geht jetzt in die Führungsarbeit. In der Abfahrt sind sie besser, schneller als Janne Rüninen, der Finne. Leichtes Durchpusten bis zum nächsten Anstieg. Der wartet hier schon. Es geht hier auf und ab. Lamy-Chapu sollte in der Lage sein, dem Tempo von Christoph Bieler zu folgen. Rüninen wird abreißen lassen müssen. Er ist ein exzellenter Springer, aber in der Loipe, da hat er so seine Problemchen. Kann hier im Sog noch mitlaufen. Wie lange bleiben sie vor? Wann kommt Moen?
Da hinten haben wir schon die Schneeschuhe gesehen, die Ski, die sich da ins Bild schoben. Gleich ist diese erste Schleife beendet. Hat man guten Blickkontakt zur Konkurrenz, kann sehen, wie weit sind sie noch weg. Bela, Lamy Chapuy und Janne Rüninen. Das sind die besten drei im Moment. Da hinten kommen die Verfolger. Hier mit der 17, das ist Timo Edelmann, der Bundestrainer, hier Björn Kircheisen. Eine Minute, gut. Und Sebastian Haseneit. Die werden versuchen, natürlich aufzuschließen, Tempo zu machen, den Abstand zu verkürzen. Kircheisen möchte natürlich sein gelbes Trikot verteidigen. Für den Sieg gibt es 100 Punkte. Platz 280, Platz 360, dann 50, 45. Und hinten raus werden die Punkte natürlich bis zum 30. immer geringer. Der bekommt noch einen. Sie wechseln sich ab in der Führungsarbeit. Das einzig Richtige. Lamy Chapuy jetzt vorn vor Bieler. Und Rüninen kann sich an dieser Führungsarbeit natürlich nicht beteiligen. Aber die Konkurrenz rückt näher. Sehen Sie den Mann mit der weißen Mütze. Das ist Magnus Mohn. Peter Tande in dieser Gruppe. Ronny Ackermann. Der muss kämpfen, den Anschluss halten. Liegt schon ein bisschen zurück. 13 Sekunden, 3 Sekunden hinter den Besten. Georg Kettich und Matthias Mehns und der Schweizer Ronny Herr. Das ist das nächste Trio. Und da hinten kommt schon der Herr in Gelb. Das ist Björn Kircheisen. Wie weit kommen Sie noch nach vorn? Der Olympiasieger von Predazzo ist ja hier zu Hause. Von Bracciolato, pardon. Björn Kircheisen, dahinter Sebastian Haseneit. Die beiden Deutschen werden sich in der Führungsarbeit ablösen, wie auch der Schweizer, der Österreicher und der Franzose. Lamy Chapuy jetzt vorn, vor Bieler und Rüninen immer noch dahinter. Die erste Runde ist absolviert für diese Gruppe. Jetzt geht es erst einmal hinunter. Der Start und das Ziel liegen auf einer Höhe von 980 Metern. Jetzt geht es hinunter zum tiefsten Punkt der Strecke, etwa bei 960 Metern. Sie sehen es am Objektiv, ganz leichter Nieselregen, die Strecke weich, keine einfachen Bedingungen. Chapuy immer noch vorn. Der erste von drei Anstiegen, schweren Anstiegen. Rüninen hält sich klasse. Wenn er hier dranbleiben kann, wird das vielleicht am Ende eine gute Platzierung. Aber dort mit der 12, das ist Bill DeMong, der US-Amerikaner. Zuletzt ja ganz knapp geschlagen von dem Mann dahinter in Oberhof, von Magnus Mohn. Die haben diese ersten drei gleich erreicht, dann wird die Gruppe größer. Und Leschen, Lamy Chapuy und auch Christoph Bieler sind in der Lage, das Tempo von Magnus Mohn mitzugehen. Da schauen Sie schon, der Blickkontakt ist hergestellt. Wo ist Ronny Ackermann? Tande ist dahinter und da mit der roten Mütze in dieser Gruppe. Ronny Ackermann mit der 13, das ist Norihito Kobayashi, ein ganz starker Läufer aus Japan. Ronny Ackermann muss da dranbleiben, das ist ganz wichtig. Wenn er den Kontakt abreißen lässt, dann ist das nicht gut. Bieler wieder vorn, aber jetzt gibt diese Gruppe hier vorn auf. Jetzt kommt DeMong, jetzt kommt Mohn, jetzt kommt Tande, jetzt kommt auch Ackermann und jetzt haben wir eine neue taktische Situation. Schauen Sie, was für ein großes Feld das mittlerweile geworden ist. Hier hat jeder seine Chance. Vielleicht sucht der ein oder andere an diesem schweren Anstieg, auf dem Sie jetzt wieder sind, hinauf zum höchsten Punkt der Strecke, sein Heil in der Flucht. Aber wir haben noch eine Runde zu laufen. Es ist noch ein Stück. Jetzt wird erst einmal durchgepustet. Rechts Bill DeMong, links Christoph Bieler, dahinter Jason Lamy Chapuy und hinter DeMong, das ist Magnus Mohn. Ronny Ackermann kämpft dahinter in vierter Position auf der linken Seite. Er muss versuchen, dran zu bleiben. Mit der 6, das ist Peter Tande, zuletzt ja Dritter in Oberhof. DeMong geht als Erster in die Abfahrt. Dahinter Christoph Bieler. Erfahrene Wettkampftypen.
Demong, ein sehr guter Sprinter, auch Mohn ist das. Das könnte ja hier am Ende zu einer Sprintentscheidung führen. So wie in Oberhof, wo ja Mohn im Fotofinish vor Demong siegte. Blauer Laufanzug, Bill Demong, USA. 27 Jahre alt, 3 Weltcupsiege, einen in Trondheim in diesem Winter im Gundersen-Wettkampf. Björn Kircheisen, dahinter Sebastian Hasenheim, die kämpfen, die machen Boden gut, aber reicht es, um an die Gruppe von Mohn heranzukommen? Denn da sind im Moment doch eine Reihe von Leuten, die wichtige Weltcup-Punkte wegnehmen. Tande und mit der 3 Jason Lamy-Chapuis, der Bundestrainer. Alexander Dies, der Trainer der Österreicher. Jeder feuert hier seinen Athleten an. Ronny Ackermann hat immer noch ein paar Problemchen, aber er beißt sich durch, er kämpft sich wieder ran an Kobayashi, den Japaner. Mit der 1, Janne Rüninen fällt jetzt zurück, auch mit der 4, Bernhard Gruber. Aber Ronny hat zu kämpfen. Der vierfache Weltmeister, der hier noch nie gewinnen konnte. Der letzte Sieg 1987, Hubert Schwarz. Im Gundersen-Wettkampf. Heute im Probedurchgang klasse, aber sein Wettkampfsprung war nicht ganz so gut. Sonst hätte er sich bestimmt ein Zeitpolster geschaffen. Demong und Mohn machen das Tempo. Hier Hasenay jetzt vor Kircheisen. Jetzt ein bisschen taktieren. Mohn und Demong, dahinter Tande, Bieler und Jason Lamy-Chapuis. Gleich haben sie die zweite Runde beendet und es geht dann in den Schlussabschnitt. Sprintwettkampf ja nur 7,5 Kilometer. Dieses Taktieren, das ist die Chance für Hasenay und Kircheisen vielleicht doch noch heranzukommen. Schauen Sie, das Tempo ist nicht allzu hoch. Jetzt geht es in diese Schlussrunde. Ja, rufen wir den Bundestrainer Hermann Weinbuch. Wie sieht es im Moment aus für Ronny Ackermann, für Sebastian Hasenay und Björn Kircheisen? Ja, bei Ronny hat mir nicht so gefallen am Anfang. Jetzt bummeln sie Gott sei Dank vorne. Jetzt hat er wieder gut aufgeschlossen. Tut sich heute ein bisschen schwer. Und Björn und Hasi, die wechseln sich hervorragend ab und machen sehr viel gut. Ja, da kann noch am Platz und der ersten 10 könnte noch drin sein. Danke. Das sind hier die beiden Finnen, Koivo, Ranta und Dallus, die wir gerade gesehen haben. Hier Sebastian Hasenay von jetzt in der Führungsarbeit vor Björn Kircheisen. Dahinter mit der 23 Jan Schmid, der Norweger. Ronny Herr ist da, Tino Elemann, Georg Hettich. Sie müssen sie loswerden. Hasenay schaut sich immer wieder um. Kircheisens Rückstand auf die Spitzengruppe, 43 Sekunden. Das wird bei 2,5 Kilometern natürlich schwer. Da müssen sie hier Fehler machen. David Greiner mit der 7 in dieser Gruppe. Ganz rechts im Bild, hinter ihm Ronny Ackermann. Magnus Mohn macht jetzt wieder Tempo. Christoph Bieler. Bill Demong hält sich jetzt ein bisschen zurück. Der Herr im blauen Laufanzug jetzt hinter Ronny Ackermann. Jetzt natürlich ein paar Kräfte sparen. Ich denke nicht, dass Mohn vielleicht noch mal versuchen wird zu attackieren. Oder doch, wir werden sehen. Gleich geht es in den ersten von 3 Anstiegen. Ackermann greift den Stock von Mohn. Distanz, es ist nicht ungefährlich, aber es geht meist gut. So, jetzt geht es hinauf zum ersten Anstieg. Schöne Abfahrtstudie nochmal, das Anfassen des Stockes. Man ist ja, wenn man dahinter fährt, doch ein bisschen schneller, kann sich dann auch aufrichten und ein bisschen ausruhen. Mohn immer nach vorne. Demong jetzt wieder weiter auf dem Weg in die Spitzenposition. Ronny Ackermann hinter Magnus Mohn. Jason Lamy-Chapuis hinter Demong. Jetzt geht es auch darum, den Zug nach vorne nicht zu verpassen. Schon eine gute Ausgangsposition sich zu sichern. Das wissen Sie alle. Hermann Weinbuch hat es gesagt, das, was wir vermutet haben, es ging bei Ronny Ackermann zu Beginn schleppend. Vielleicht hat er sich ja jetzt ein bisschen erholt. Jetzt sind sie unten am tiefsten Punkt der Strecke. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht es diesen 600 Meter langen Anstieg hinauf.
Wahnsinnssteigung. Jetzt schmerzen schon die Oberschenkel. Die Lunge piekt, wie Hans-Peter Pohl, unser Experte, immer sagt. Ronny Ackermann rechts hinter Bill Dimmer. Zehn Kombinierer da in dieser großen Gruppe. Alle gut für den Sieg. Wer wird's am Ende werden? Magnus Mohn attackiert, zieht das Tempo noch einmal an. Außen Christoph Bieler. Ronny Ackermann muss kämpfen. Jetzt in vierter Position links mit der roten Mütze hinter Bill Dimon. Aber es gelingt keinen, sich entscheidend abzusetzen. Alles noch beieinander. Christoph Bieler schaut sich um. Ja. Vierergruppe, die lassen es langsam angehen und da haben die anderen die Chance, wieder heranzufahren. Ronny Ackermann hat da ein bisschen abreißen lassen müssen. Bieler, Mohn, Dimon und Jason Lamy-Chapuis. Wo ist Ronny Ackermann? Christoph Bieler in der Spitzenposition. 60 km/h diese Abfahrt, diese schnelle Umtreten. Dimon auf vierter Position und hier kämpfen Sebastian Hasenay und Björn Kircheisen. Wir haben jetzt den höchsten Punkt der Strecke erreicht. Aber es wird nicht reichen, um die davon zu stellen. Hier an der Strecke ist natürlich viel los. Die Zuschauer versuchen, die Athleten zu unterstützen. Das ist nicht die Spitzengruppe. Wo sind die Spitzenfahrer? Hier kommen sie. Jason Lamy-Chapuis vor Magnus Mohn, Bill Dimon und Christoph Bieler. Hat sich Jason Lamy-Chapuis jetzt ein bisschen absetzen können? Der letzte Anstieg. Jetzt ist er oben auf der Brücke. Jetzt geht es in eine Linkskurve. Und er hat das Ziel schon vor den Augen. Jason Lamy-Chapuis, der Franzose. Vor Bill Dimon und Magnus Mohn. Sie sind auf der Zielgeraden. Jetzt heißt es fighten, kämpfen. Wer ist der Endkampfschnellste? Jason Lamy-Chapuis. Mohn hat viel Arbeit geleistet auf der Piste. Kommt offensichtlich nicht zurecht. Aber jetzt kommt Bill Dimon außen. Chapuis-Papi gewinnt. Vor Bill Dimon, Magnus Mohn, Christoph Bieler auf 4. Und Ronny Ackermann wird der Fünfter. Ja. Ronny Ackermann Fünfter. Gute Platzierung. Jetzt geht es natürlich auch noch um das gelbe Leibchen. Wann kommt Björn Kircheisen ein? Hier haben wir Ronny Ackermann, der sich mit diesem fünften Platz heute 45 Punkte sichert. Das wird nicht reichen, um Björn Kircheisen das gelbe Leibchen auszuziehen. Er hat ja 42 Punkte Rückstand. Und Kircheisen, da kommt er schon, holt auf alle Fälle auch noch ein paar Weltcup-Pünktchen. Hier mit der 11 im Ziel, Anssi Koivuranta, der kleine Finne. Sebastian Hasenay eröffnet den Kampf der Verfolger. Hinter ihm, das ist Ronny Herr. Und da ist der Gelbe im Ziel und auch Tino Edelmann. Also das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Mit dem Sieg von Jason Lamy-Chapuis im Fotofinish vor Bill Dimon und Magnus Mohn. Der Franzose hat sich also wieder zurückgemeldet. Jason Lamy-Chapuis. Sein vierter Weltcupsieg, eine starke Leistung, hat sich taktisch sehr gut verhalten. Da freut er sich. Es lief ja schleppend an in dieser Saison, war dann zwar Zweiter in Trondheim hinter Bieler, Fünfter und Neunter in der Rangsau, in Oberhof total verwachsen, nur 23. Aber jetzt wieder der Beste. Ja, Ronny Ackermann, es ging ein bisschen zäh, heute Platz 5. In Oberhof war es Platz 4, er steht jetzt bei Michael Drewenstedt. Ronny Ackermann